Hey und willkommen zum nächsten Part. Black Mirror 2. Wir schauen uns jetzt nochmal dieses Seil an. Ich tippe, dass es das hier war. Entweder es war das oder es war das. Und ich schätze, es war das. Das müsste das Richtige sein. Ja, schnell, ja, schnell durch. So. Hoffentlich bringen wir jetzt in Hoffentlich um. Hoffentlich ist das das Richtige Seil. Außer denn los. Das war... Nochmal so ein Schnitzer. Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock, ist das klar? Ja, schon gut. Kommt nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Du checkst doch nicht, dass wir da rein wollen. Damit sind vier Steinplatten deaktiviert. Und auf einer steht Catherine. Das ist meine Chance. Ich muss Angelina überreden, dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen. Hoffentlich geht mein Plan auf. Okay. Das heißt, wir müssen uns unbedingt auf diese Platte stellen, währenddessen die anderen beiden sich auf die anderen stellen. Angelina? Was ist? Liebst du Louis? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr. Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen, wenn sich das Gitter öffnen soll. In Ordnung. Irgendwelche Tricks und? Schon klar. Ich glaube, ich habe alle Fallen entschärft. Stellt sich der gerade auf diese... Mom, du bleibst da stehen. Louis steht da drüben. Ich glaube, wir sollten die Plätze lieber tauschen. Du hast doch nichts dagegen. Mach, was du willst. So man denkt. Schlau gemacht. Und so skrupellos. Du bist die Nächste. Das Gewicht liegt auf der Platte. Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus, dass Louis gestorben ist? Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen. So. Mach weiter. Mist. Wo hast du dein Messer gelassen? Ach, egal. Was steht da? Dämonentür? Habe ich diese... Ah? Dämonentor. Dämonentor, oh, was das für ein Name. Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden. Das muss das Tor zu Mord... Okay. Eine Art Halterung. Aber was kommt dort rein? Puh, nimm dein Foto. Schwarze Kugel, die aus dem Museum gefehlt hat. Das gibt's doch nicht. Endlich. Los, geh vor! Meine Güte. Hey, da waren wir auch mit dem Samuel, glaube ich. Was? Echt? Oh, geile Location hier. Der Thron des Teufels. Was? War das Mordred? Lauf! Ach du Fuck! Jetzt raus hier! Da war was! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sehr super. Der Orden! Das muss der Orden sein! Haltet ihn auf! Er darf ihn nicht beschwören! Ganz ruhig, Leute, ich... Verflucht!
Ich bin auf eurer Seite! Ich... Verdammte Idioten! Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Angelina ist nicht hier und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen. Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum oder sie ist einen anderen Weg gegangen. Was soll ich tun? Ja, wir müssen da rein, würde ich sagen. Fuck! Die Seitentüren haben sich geschlossen, als das große Tor aufging. Was macht er da? Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund. Hinter mir der Orden, der mich lieber tötet, als nachzudenken? Es geht nicht anders. Ich muss mich Angelina stellen. Das wird witzig jetzt. Oh mein Gott. Könnte eine Falle sein. Aber vielleicht ist es auch meine einzige Chance, Mom zu retten. Sind Sie hier? Nein. Vielleicht ist es die Angelina. Ich bring dich hier raus. Nein. Verstehst du nicht, Adrian? Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich allein. Dein Vater hat viel Leid über die Menschen gebracht. Und ich möchte nicht, dass auch du dich schuldig machst. Das habe ich nicht vor. Ich... Das ist nicht deine Bist Entscheidung. Bist du sicher, dass das... Hier geht es um Mächte. Die sind größer als ein einzelner Mensch. Ganz recht. Es geht um unendliche Macht. Um göttliche Macht. Eine Macht, die schon zu lange geschlafen hat. Zum Altar! Du kannst mich mal. Ich wiederhole mich nicht gern. Geh zum Altar und lies aus dem Buch vor! Ich wiederhole mich auch nicht gerne. Du... Die nächste Kugel trifft deine Kniescheibe. Ohne mich kommst du hier nicht weiter. Du kannst mich nicht töten, du brauchst mich. Sie brauche ich nicht. Und worauf kannst du verzichten? Ein Auge? Eine Hand? Es gibt keinen Fluch. Es ist eine Geisteskrankheit. Sie wird von Generation zu Generation vererbt und führt zu Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen? Und wie nennst du das hier? Lesen! Zodokare, Usadire. Im Coraxo Zodere. Matorebe, Matorebi. Vax, da Sobra, Vei. Maliore, Vax, da Sobra. Malio im Ibote. Amena, Vei, Busadire. Amena, Vax, Zodokare. Ja! 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 Was geht mit der? Und nun... Die Hei. Angelina, das ist doch Irrsinn. Selbst wenn es einen Fluch gäbe, dann betreffe es nur die männlichen Gordons. Nein, nein, auch mich. Ich kann sie hören, die Stimme. Sie flüstert zu mir immer schon, seit du weg warst. Angelina, bitte! Tut mir leid, Bruderherz. Ich brauche dein Blut und keine Konkurrenz. Ja, stürz in den Abgrund, schnell! Ja, nicht mit dir zusammen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du. Jetzt geht's gleich rum, glaube ich. Ja. Nein, ein Problem. Der hat ausgesehen wie... Er ist es, ne? Gar nichts mehr. Das war's jetzt? Das war's jetzt? Der Fluch. Der Fluch wurde nicht behoben. Unsere Mutter ist tot. Angelina, unsere Schwester, ist tot. Der Butler ist tot. Und der Fluch ist in ihm. Der Dämon ist in ihm.
Und das ist eigentlich jetzt geht's dann um die Wurst, denke ich mal, in Black Mirror 3. Ja, weil Black Mirror 3, der ist eigentlich ziemlich neu rausgekommen, stimmt's? Ja, man könnte fast als aktuell bezeichnen. Also wir haben ja ohne dies vor, dass wir die Black Mirror-Reihe fortsetzen, nicht? Und uns bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, ne, wenn man das jetzt so sieht. Weil ich sehe das so, dass der Dämon in ihm ist und im dritten Teil versucht er ihn höchstwahrscheinlich wieder loszuwerden. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Also es wird extrem spannend, weil das Schloss abgebrannt ist, der Dämon in ihm und er ist im Prinzip aber ganz alleine. Wenn ich das mal so sehen darf. Ne? Und der Orden draußen mit dem Dämon in ihm wird ihm nicht größere Schwierigkeiten bereiten. Also wird echt spannend. Wird echt spannend. Vor allen Dingen, uns bleibt jetzt ja gar nichts anderes übrig, als dass man Black Mirror 3. Weil es ist eigentlich noch nie zu einem Ende gekommen. Weder im ersten noch im zweiten Teil. Weder im ersten noch im zweiten. Man erfährt immer wieder neue Infos. Genau. Aber es sind immer noch Fragen offen. Richtig, ja. Das heißt Black Mirror 3. Und das kommen wir nicht herum, weil ich muss sagen, so das Spiel selber ist spannend, ist nervenzerreißend. Man hat einige Möglichkeiten, dass die Spielfigur verstirbt. Man bekommt aber immer wieder einen Save Point gesetzt. Mhm. Es sind im Prinzip, wir haben das Game durch die Bank blind gespielt und es waren jetzt nicht wirklich grobe Schnitze oder grobe Hänger, dass man jetzt sagt, ja um Gottes Willen dies oder jenes und bla bla bla, sondern es lässt sich wirklich toll spielen und auch die Rätseln sind durch die Bank meisterbar. Dort, wo wir uns durch das Hebelziehen weitergeholfen haben, das hätte man irgendwie schon lösen können. Ne? Dann vielleicht nicht in einem Part, sondern in zwei oder in drei. Ne? Mhm. Oft hilft es auch, dass man sagt, okay, pass auf, lassen wir es mal für heute gut sein und spielen wir morgen weiter. Ne? Nur das wollten wir nicht. Wir wollten es eben durchspielen und erstmal zum Ende bringen. Und ich muss sagen, mir hat Black Mirror 2 genauso gut gefallen wie Black Mirror 1. Ich finde es bloß schade, wir wollten ja den ersten Teil jetzt playen, aber es ging von der Technik her nicht. Es ging von der Technik her nicht, ja. Freps hat Black Mirror 1 nicht, wie soll ich sagen, unterstützt. Und somit konnten wir das leider nicht let's playen. Aber wir haben euch immer wieder ein paar Infos gegeben, die von früher waren. Genau, um euch da ein bisschen zu unterstützen. To be continued. Das sollte auch für uns gelten. Mhm. Wir werden Black Mirror 3 let's playen? Ja, also ich habe schon vor, ganz ehrlich. Ja, dann machen wir das, okay? Okay. Hier auf deinem Channel bei Sandy4338 Black Mirror 3. Coming soon.